Es kann nicht sein, dass nur Leute, die die Diskrepanz aufzeigen zwischen dem Anspruch, den ein Staat an sich haben muss, und dem, was er tatsächlich macht, dass die, wenn sie einen Punkt haben, und sie haben oft einen Punkt, dafür dann zu Verfassungsfeinden erklärt werden und gesagt werden, das FDGO-Prinzip würde grundlegend missachtet und bekämpft von diesen Menschen. Und deshalb beobachten wir sie jetzt und deshalb erklären wir sie zu Rechtsradikalen. Liebe Klartextfreunde, schon wieder muss ich Ihnen eine Aktualisierung unserer Anstrengungen gegen die Angriffe des Verfassungsschutzes bringen. Es ist immer noch und immer mehr die Materialschlacht, von der ich schon mehrfach berichtet habe. Zuletzt hatte ich in Klartext 209 darüber berichtet, dass der Verfassungsschutz eine Fantasiezahl über angeblich 10.200 handgezählte, vom VS handgezählte Rechtsextremisten in der AfD veröffentlicht hat, wogegen wir uns verwahrt haben und den Verfassungsschutz abgemahnt haben. Die Unterlassungserklärung wurde erstmal nicht unterzeichnet. Das ist nun die logische Folge. Eine ziemlich lange Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin von uns gegen den Verfassungsschutz. Das füllt schon inzwischen viele 10.000 Seiten, die Klagen, die wir führen, und auch umgekehrte Schriftsätze der anderen Seite gegen uns. Das ist jedenfalls das ist nervig, es ist notwendig. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, macht das doch gar nicht. Es ist richtig, dass es uns an der Wahlurne im Moment nicht schadet. Es ist aber trotzdem total nervig und es kann nicht sein, dass diese Dinge stehen bleiben. Denn das betrifft ja unsere eigenen Mitglieder. Der Verfassungsschutz behauptet, 30% oder 40%, so ganz sicher ist er sich da nicht, unsere Mitglieder sei rechtsextrem in seiner ureigenen Definition, die auch kein Mensch versteht, die auch niemand nachvollziehen kann. Das heißt, sowohl die Zahl als auch die Qualität des Vorwurfs ist unklar. Und am Ende kommt man trotzdem auf genau 10.200 Rechtsextremisten in der AfD. Ja, Wahnsinn, ganz blöd und genau ausgezählt. Und diese Zahl erscheint ja autoritativ. Das haben wir jeden Einzelnen beobachtet über Jahre und können das genau an Gerichtsfrist beweisen. Nichts davon ist wahr. Trotzdem wird es behauptet und wir verwahren uns dagegen auch im Interesse unserer Mitglieder und letzten Endes auch im Interesse von Ihnen, denn Sie könnten ja Mitglieder sein demnächst und Sie könnten uns wählen. Und es ist ja nicht mehr weit weg, dass auch die Wähler vom Verfassungsschutz beschimpft wird. Der Thüringer Verfassungsschutzchef Kramer hat das bereits getan. Er hat von 20% braunem Bodensatz gesprochen. Soweit sind wir schon, wenn man schon von Delegitimierung des Staates spricht. Das ist Delegitimierung des Staates. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht berichten. Das ist nur sozusagen die logische Klage einer Sache, die Sie schon kennen. Es gibt schon wieder neue Dinge. 1. August, 2. August, eine Abmahnung erneut an den Verfassungsschutz, diesmal wegen der unsäglichen Aussagen in Interviews des Verfassungsschutzchefs Haldenwang, parallel, zeitgleich in Echtzeit zur Vorstellung unserer Kandidaten beim Bundesparteitag in Magdeburg, bei der Europawahlversammlung, wo wir natürlich verpflichtet sind. Es ist ein ganz hochdemokratischer Vorgang, hochformell, Wahlen von Kandidaten, von Parteien, von nicht unbedeutenden Parteien, in dem Fall für das Europaparlament. Und der Haldenwang hat nichts Interessanteres, nichts Dümmeres zu tun, als in die Abendnachrichten zu gehen, praktisch live zu erklären, das seien teilweise rechtsextremistische Verschwörungserzählungen, die hier verbreitet würden. Das hat er übrigens zu allen gesagt, auch von solchen, die gar nicht gewählt wurden. Aber es waren auch letzten Endes in keiner Weise belegbare rechtsextremistische Verschwörungstheorien. Und die Frage ist natürlich schon auch, was ist eine Verschwörungserzählung, eine Verschwörungstheorie? Wo ist die Legaldefinition, Herr Haldenwang? In einer Befragung des Innenausschusses des Bundestages wurden Sie genau das gefragt und Sie hatten, bingo, keine Antwort. Es gibt keine Legaldefinition. Im Prinzip deckt Artikel 5 Grundgesetz jede Aussage, fast jede mit wenigen Ausnahmen, die in Richtung Beleidigung gehen oder in Richtung Volksverhetzung. Am Ende ist das alles nicht justiziabel. Selbst Lügen wären gedeckt von der Meinungsfreiheit. Insofern, was will ein Richter, es gibt ja keinen Richter, was will der selbsternannte Richter Haldenwang an dieser Stelle? Was will er, wenn es überhaupt keinen Tatbestand gibt, den man diesen Leuten vorwerfen könnte? Und dementsprechend natürlich auch keine ein Grund, ins ZDF zu gehen, in die Abendnachricht und irgendwas zu blubbern. Ich habe es als Geraune bezeichnet in meiner Pressemitteilung dazu, von irgendwelchen Verschwörungserzählungen, die irgendwie bei uns tradiert würden. Das ist alles Wahnsinn. Das ist also die nächste Abmahnung, denn natürlich müssen Sie parteipolitisch neutral sein, schon oft erwähnt.
die staatliche Neutralitätspflicht, der Sie als Amtsleiter natürlich auch unterliegen. Und erst recht in Vorwahlphasen, die wir natürlich zurzeit auch haben, direkt vor der hessischen und bayerischen Landtagswahl. Es ist alles unsäglich. Sie dürfen das nicht. Und es gibt auch keinerlei Grund dazu. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat noch 1977, als es noch etwas klarer drauf war, klar ausgesprochen in einem Urteil, den Staatsorganen ist es von Verfassungs wegen versagt, sich in amtlicher Funktion im Hinblick auf Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren und sie unter Einsatz staatlicher Mittel, also zum Beispiel eines Interviews oder einer Beobachtung, zu unterstützen oder zu bekämpfen und damit die Entscheidung des Wählers zu beeinflussen. Das aber, Herr Haldenwang, ist Ihr erklärtes Ziel. Genau deshalb haben wir Sie auch schon mal abgemahnt. Sie wollen erklärtermaßen die Wähler warnen vor der AfD. Und das steht Ihnen nicht zu, egal wenn es Ihnen Frau Faeser, Ihre Amtschefin, diktiert. Auch ihr steht es nicht zu, denn sie unterliegt auch und erst recht dem staatlichen Neutralitätsgebot. So einfach könnte Recht sein. So einfach könnte die FDGO sein, wenn man sie denn einhielte. So einfach könnte ein legitimer Staat sein, wenn man ihn nicht permanent von oben delegitimieren würde. Also, in meiner Pressemitteilung habe ich Ihnen geschrieben, dass wir Unterlassung verlangen, dass wir öffentliche Richtigstellung verlangen, nicht nur für die alten Aussagen, dass, Zitat, Haldenwang nicht der Verfassungsschutz alleine dafür zuständig sei, die Umfragewerte der AfD zu senken und dass die Wähler diese ihre Erzählungen, ihre Verfassungsschutzerzählungen zu uns irgendwie bei ihrer Entscheidung im Hinterkopf haben sollten. Also nicht nur das, sondern auch eben nun das neue Geraune von rechtsextremistischen Verschwörungserzählungen, während sie diese quasi live in den Raum gestellt haben, live während die Bewerbungsreden liefen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dass sich, das ist jetzt nicht von mir, dass sich ein Geheimdienst derart in den demokratischen Willensbildungsprozess einmischt, dürfte in Demokratien einmalig sein und natürlich rechtswidrig, völlig klar und darum auch die erneute Abmahnung. Es ist skandalös, was Sie hier treiben und Sie haben einfach keine Legaldefinition, was Sie eigentlich unter Verschwörungserzählung verstehen und auch warum irgendwelche Erzählungen verfassungsinkompatibel sein könnten. Das ist einfach nicht mehr. Es sind zulässige Meinungsäußerungen. Und es zeigt sich ganz klar wieder einmal, dass Ihre einzige Motivation und auch die Ihrer Chefin Parteipolitik ist. Es hat mit Rechts nichts zu tun, es hat mit Verfassungsschutz nichts zu tun, es ist Regierungsschutz. Und deshalb haben wir schon vor Wochen gefordert, auch gerichtsanhängig, alle Beobachtungs- und Einstufungsmaßnahmen gegen die AfD einzustellen. Das geht alles nicht. Und wenn man jetzt mal in ein Beispiel von Ihnen selbst gewählt, so mal wieder eintaucht, und das ist ja auch schon seit Jahren irgendwie im Raum, so raunend wie der große Austausch, der würde von uns angeblich permanent beschworen. Er wird nicht von uns beschworen. Am Ende des Tages ist der große Austausch erstmal nur eine passiv beschreibende und auch nicht wertende Tatsachenfeststellung. Es ist ja erstmal klar, dass die Bevölkerung heute durchaus signifikant anders zusammengesetzt ist als vor vielen Jahrzehnten oder auch noch vor wenigen Jahren. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Das war, wenn man es trivial sieht, noch nie anders. Bevölkerungen ändern sich und natürlich muss das zulässig sein. Die einzige Frage ist jetzt, ob man eine Wertung hier reinbringt und ob das dann im extremsten Fall irgendwo heikel sein könnte, juristisch, aber da muss man schon sehr weit gehen. Niemand hat eine Wertung reingebracht. Zunächst mal ist es eine Tatsachenfeststellung über einen erstmal passiven Vorgang. Kaum einer oder eigentlich niemand in der AfD behauptet eine aktive Steuerung dieses Vorgangs, was Sie aber permanent insinuieren, Herr Haldenwang. Es ist einfach nicht so. Diese Beweisführung, dass das aktiv gesteuert wird, das lässt sich so gut wie nie belegen, schon gar nicht durch Aussagen von hohen Funktionären. Trotzdem wird es immer behauptet. Und selbst wenn, es könnte ja die Wahrheit sein, wer sollte denn darüber Richter sein, ob hier eine Steuerung stattfindet oder nicht? Warum sollte das nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sein? Wer sollte darüber richten, dass das eine Lüge ist, dass eine Erzählung ist, dass eine Verschwörungserzählung ist, die irgendwie nicht mehr in den Rechtsrahmen passt, was Blödsinn ist, denn es gibt keinen Paragraphen, der Lügen verbieten würde. Der Paragraph 5, ich sagte es schon, geht ziemlich weit. Aber so weit geht ja auch gar keiner. Wir machen keine Wertungen, schon gar keine rassischen Wertungen, wie das immer unterstellt wird. Es stimmt einfach nicht. Und deshalb ist dieser ganze Blödsinn, dieses Beispiel, wir würden einen großen Austausch faseln in dieser Form, falsch. Passiv, Tatsache. Was wollen Sie dagegen sagen?
Zum gleichen, zu ähnlichen Schlüsseln kam übrigens auch Boris Reitschuster, der Journalist, der das noch ein bisschen, dem das auch noch weiter aufgestoßen ist. In dem Fall nicht durch den Verfassungsschutz, sondern durch die ARD. Der ARD-Hauptstadtkorrespondent Christoph Mestmacher hat in einem Kommentar für die ARD behauptet, alle Verschwörungstheorien, Klammer auf undefiniert, Klammer zu, seien antisemitisch. Und Reitschuster, man muss sich das wirklich selbst angehört haben, sonst glaubt man es nicht. Denkt man Mestmachers ARD-Logik zu Ende, war etwa der Hinweis darauf, dass eine Impfpflicht drohe oder ein Lockdown antisemitisch? Na, Hallamarsch! Das ist doch die letzte Logik von Herrn Mestmacher von der ARD. Denn nach damaliger Ansicht, das ist gerade mal 2-3 Jahre her, waren ja diese Ideen, eine Impfpflicht droht, Verschwörungstheorien. Dass es dann später durchaus Verschwörungsrealität oder zumindest gesetzgeberische Realität wurde und nur um ein Haar abgebogen wurde, um ein winziges Haar. Wir hätten sie beinahe gekriegt, die Impfpflicht. Und dann war es eben keine Theorie, es war die knallharte, brutale, an die Existenz von Millionen Menschen rüttelnde Realität. Und das ist nach der ARD-Logik und eigentlich auch nach der Verfassungsschutzlogik Antisemitismus. Leute, diese Antisemitismuskeule funktioniert nicht, weil sie einfach lächerlich ist. Es hat nichts miteinander zu tun und es ist, wir alle verwahren uns gegen diese Gleichsetzung eines chimärischen Begriffs namens Verschwörungstheorie mit Antisemitismus. Was soll das? Es ist die letzte Keule, die sie noch ziehen können, weil sie hoffen, dass es noch irgendwas bewirkt. Es bewirkt aber nichts. Und nein, wir lassen uns nicht von der ARD, auch nicht von Herrn Haldenbank und auch nicht von Herrn Schuster vom Zentralrat der Juden einen Antisemitismus einreden. Und wir haben ihn auch nicht, wir lassen ihn uns auch nicht sozusagen provozieren. Niemand ist antisemitisch, auch nicht, wenn es von irgendwelchen Leuten, die nur ganz wenige Juden vertreten, am Ende behauptet wird. Es stimmt nicht. Ein Leserkommentar noch zum Haldenbank-Zitat. Seit der Gründung der AfD lese ich tagtäglich in den Medien, dass diese Partei immer rechtsradikaler wird. Seit 10 Jahren lese ich aber in den Medien nicht oder kaum, dass die AfD Schlägerbanden unterhält, sich auf Straßen festlädt, mit LKWs in Weihnachtsmärkte fährt, sich mit Messern bewaffnet und diese auch regelmäßig gegen Menschen einsetzt, Frauen als Freiwild betrachtet werden, Andersdenkende verfolgt und gesellschaftlich ächtet, Kriege finanziert, den Menschen bis in den privaten Lebensbereich hinein Vorschriften macht. Fakt ist jedoch umgekehrt, dass AfD-Mandatsträger körperlich angegriffen werden, ihre Autos abgefackelt, ihre Hausfassaden beschmiert werden, Wahlstände zerstört und Wahlplakate heruntergerissen werden, Wirte und Hotelbesitzer aus Angst vor Repressalien keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung stellen, AfD-Mitglieder des Bundestags politisch benachteiligt werden, zum Beispiel beim Bundestagsvizepräsident bei Ausschussvorsitzenden. Und trotzdem hat diese Partei den einzigen amtlich auf Demokratie geprüften Landrat in ganz Deutschland. Das ganze Theater ist doch nur noch unglaubwürdig. Das ist die Realität im Land und nicht die Scheinwelt, die Parallelwelt, die der Verfassungsschutz und die Medien zeichnen. Auch auf Achgut ist das durchaus auf hohem Abstraktionsniveau aufgefallen. In einem Artikel, der inzwischen heißt, was ist gesichert rechtsextrem, der interessanterweise ursprünglich hieß, rechtsextreme AfD, die Belege des Verfassungsschutzes sind dünn, das ist die Quintessenz dieses Artikels, beschäftigt sich eben mit diesen ganzen Vorwürfen, was ist gesichert rechtsextrem, was ist ein Kampf gegen die FDGO, wer tut das und welche Belegpflicht hat man? Es wird am Beispiel argumentiert von unserem Thüringer Vorstandsmitglied Stefan Möller, der sich über das Bundesverfassungsgericht geäußert hat, wie schon viele, viele andere vor ihm. Am Beispiel Stefan Harbart, Richter am Verfassungsgericht, dem er unterstellt, auch in seiner Funktion als Richter weiterhin an Positionen festzuhalten, die er als Bundestagsabgeordneter der CDU vertreten hat. Big Deal hat er in der Tat getan, der Kollege Möller. Und nu, was ist nun das Problem? Der VS macht jetzt daraus, der Verfassungsschutz, dass diese Aussage ja eine Delegitimierung der dritten Gewalt sei, also der Judikative, weil man ja irgendwie auch nur minimalste und offensichtlich wahre Kritik an einem Richter übt. Das heißt, Möller wollte eigentlich nur die Diskrepanz aufzeigen zwischen Anspruch und richterliche Unabhängigkeit und Wirklichkeit, die einfach nicht gegeben ist, und
der Verfassungsschutz macht daraus keine Warnung und keine Tatsachenbeschreibung von Möller, sondern er sagt, das ist ein potenzieller Täter gegen die Unabhängigkeit der Justiz. Er delegitimiert sie, er bestreitet die Unabhängigkeit und damit ist er ja eigentlich schon ein Verfassungsfeind. Völlig verrückt. Es gibt durchaus linke Verfassungsrechtler, die das schon ewig gesehen haben in der linksliberalen Zeit, zum Beispiel Professor Böhme-Nessler, Professor für öffentliches Recht, durchaus bekannt. Und er sagte schon vor langer Zeit, es sei problematisch, wenn aktive Parteipolitiker unmittelbar aus einem politischen Amt ans Verfassungsgericht wechseln. In der Öffentlichkeit entsteht dann der Eindruck, dass die Parteipolitik das unparteiische Bundesverfassungsgericht infiltriert. Das ist einfach nur das Gleiche, was Möller gesagt hat, von einem sehr renommierten, nicht rechten Verfassungsrechtler. Und für den VS ist das bereits ein Flirt mit einer verfassungsfeindlichen Position. Und auf dieser Basis kann man einfach, das kann nicht sein, es kann am Ende nicht sein, dass das gerichtlich hält. Und deshalb wehren wir uns durch alle Instanzen, bis eben das eben erwähnte Bundesverfassungsgericht und vielleicht sogar noch darüber hinaus, gegen diese Unterstellungen, auch wenn sie uns in der Wahlurne nicht mehr wehtun. Das ist wichtig aus Prinzip für die Geschichte auch irgendwo, denn das läuft auf politische Willkür hinaus, wenn man so argumentiert, die Umdeutung von lapidarem, von offensichtlichem, wie es Möller gemacht hat, wie wir es ständig machen, zu verfassungsfeindlichen. Warner werden zu kommenden Tätern erklärt, für nichts. Und wenn man das macht, dann sichert man auch das, den Staat vor Kritik, weil man ja grundsätzlich in Abrede stellt, dass der Staat jemals aus dem Ruder läuft. Wenn man aber den Staat auch für Kleines aus dem Ruder laufen gar nicht erst kritisieren darf, wenn man sofort die Verfassungsschutzkeule und die richterliche Keule über den Kopf bekommt, dann kann es keine Kritik geben. Ohne Kritik gibt es keinen Diskurs, ohne demokratischen und öffentlichen rechtsstaatlichen Diskurs kann es aber keinen Ausgleich geben zwischen den Interessen. Und der Staat wird am Ende immunisiert gegen jede Kritik. Und das kann überhaupt nicht sein. Es kann nicht sein, dass nur Leute, die die Diskrepanz aufzeigen zwischen dem Anspruch, den ein Staat an sich haben muss und dem, was er tatsächlich macht, dass die, wenn sie einen Punkt haben, und sie haben oft einen Punkt, dafür dann zu Verfassungsfeinden erklärt werden und gesagt werden, das FDGO-Prinzip würde grundlegend missachtet und bekämpft von diesen Menschen. Und deshalb beobachten wir sie jetzt und deshalb erklären wir sie zu Rechtsradikalen und deshalb verbieten wir am Ende die Partei. Das ist doch die letztendliche Kausalität, der hier Vorschub geleistet wird, weil man keine inhaltlichen Argumente hat, weil man sich nicht mehr traut, uns inhaltlich zu stellen, was man 2018 noch groß geblubbert hat bis 2018, seitdem jetzt nicht mehr und heute versucht man es gar nicht mehr. Es kommt die große Keule und wir wehren uns dagegen. Wir tun das auch für Sie, liebe Zuschauer, weil es am Ende jeden erwischen kann. Und erwischen wird. Wir sind die Speerspitze der parlamentarischen Opposition, deshalb erwischt es uns zurzeit besonders. Und bei 20-22% Umfragewerten natürlich erst recht. Unterstützen Sie uns trotzdem, gerade deshalb, bitte tun Sie das. Unterstützen Sie diesen Kanal durch Ihr Abo und durch die Glocke. Machen Sie es sofort, bitte. Und unterstützen Sie uns an der Wahlurne und unterstützen Sie uns auf allen Ebenen gegen diesen völlig übergriffigen Staat, gegen dieses völlig übergriffige Innenministerium von Innenministerin Faeser, gegen ihren Mitarbeiter Haldenwang, gegen sein Bundesamt für Verfassungsschutz, gegen Richter, die aus dem Ruder laufen. Überall, am Ende muss es der Souverän selbst verteidigen. Sie brauchen das Recht, Sie brauchen die Demokratie, Sie brauchen die FDGO. Bekämpfen Sie verbal, friedlich, aber laut und hörbar mit uns zusammen diese Tendenzen gegen die FDGO. Ihr Peter Böhringer.